Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum zweiten Match gegen Athletic Bilbao. Wir haben sensationell auswärts ein Unentschieden geholt, ein 1-1, also sogar ein wichtiges Auswärtstor erzielt. Und das war ja natürlich pures Glück, logisch. Aber wir haben es tatsächlich gepackt und auch wenn wir komplett unterlegen waren, ist jetzt theoretisch sogar eine Chance da, dass wir irgendwie weiterkommen können. Deswegen werden wir jetzt uns einiges überlegen im Rückspiel, damit wir ja vielleicht wirklich was mitnehmen können für uns. Was haben wir da eigentlich noch für eine zweite Formation? Ah, die hier, genau. Ich überlege gerade noch, ja, Tommy wird auf jeden Fall für Rodic spielen. Da haben wir eh keine andere Wahl. Und wir werden auch heute wieder eine verkleinerte Bank haben mit einem Spieler zu wenig. Ich muss noch schauen, vielleicht kann ich wen aus der von den Amateuren mitnehmen. Philipp Seidl ist schon relativ lang bei uns, wäre Außenverteidiger. Achso, der ist zu alt, oder? Nee, das würde gehen. Aber oh, der ist komplett müde. Ach, das bringt auch nichts. Meine Amateuren sind wahrscheinlich alle komplett fertig. Und bei dem wird es sogar gehen, aber es bringt halt auch nichts, so jemanden mitzunehmen. Vergessen wir es einfach. Ich lasse halt Philipp Seidel jetzt da auf der Bank. Auch wenn wir ihn wahrscheinlich nicht einsetzen werden, oder bin ich mir eigentlich ganz sicher. Gut, wie werden wir spielen? Wir werden versuchen müssen, das Spiel enger zu machen, ein bisschen kompakter zu stehen. Wir werden das Hinterlaufen rausnehmen. Das heißt, die Jungs sollen eher versuchen zu flanken und nicht zu viel mitzugehen, damit wir dann eben nicht in Konter fallen. Die Rollen hier werden wir etwas überdenken. Und zwar würde ich ganz gerne mit zwei Balleroberern spielen. Also Dzeko und Ovenstad. Und dafür nehmen wir dann Lovric hier mit. Und wir werden wahrscheinlich, um einfach kompakter zu sein, die beiden auch noch zurückziehen. Und dann werden wir mit Deni Alla als kompletter Stürmer spielen. Der ist dann, sollte dann etwas mehr Anbindung an das Ganze haben. Wir werden versuchen, den Pass in die Tiefe zu spielen. Und sonst dann einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe gerade gesehen, Fabian Koch ist ja eigentlich, hat eigentlich extrem gute offensive Qualitäten, ebenso wie defensive. Also werde ich den vielleicht sogar rechts hier spielen lassen. Und ich glaube, ich ziehe Lovric trotzdem zurück. Dann sind wir einfach noch kompakter. Spielaufbau mit kurzen Pässen wird in der Partie jetzt auch kein Thema und wir werden eher versuchen, direkt nach vorne zu spielen. Wir werden auf jeden Fall disziplinierter spielen. Gut, Philipp Seidel bekommt noch eine Trikotnummer. Die 66. So, was sagen wir Ihnen? Alles Gute da draußen, habt an diesem Abend Spaß. Einfach damit Sie nicht zu viel Druck kriegen. Ich hoffe, dass es eine gute Idee ist mit den zwei Balleroberern vor Lovric, der die Position hält. Ich hoffe halt, dass die, ja, dass wir dann trotzdem nicht zu viele Lücken haben. Wenn wir das merken, dass die extrem viele Lücken reißen, weil sie eben so aggressiv sind, dann müssen wir schauen, dass wir die Rollen überdenken. Aber das können wir dann eh relativ spontan schauen. Wichtig ist mir nur, dass sie ungefähr ihre Position halten und nicht beide die ganze Zeit die gleichen Spieler attackieren. Ich sage jetzt mal keinen Druck von Anfang an, dass sie nicht zu nervös sind. Aber wir können generell eigentlich mehr Pressing anmachen. Ist eng wirklich zu eng? Wahrscheinlich bleiben wir bei ziemlich eng. Man
Problem ist natürlich, spielerisch geht dann mit so einer defensiven Formation nach vorne eher weniger. Laporte mit Gelb. Ach, hier die zweite Gelbe. Jetzt haben wir mal die Chance in der Offensive. Ovensdado Röcher bleibt am Ball. Flanke allerdings zu schwach. Jetzt haben wir aber den Ballbesitz wieder ein bisschen mehr im Griff. Also zumindest ein bisschen mehr Anteile. Bin gespannt, wie lange das Defensive gut geht. Diniola, kein Foul. Aber 7 Handel ohne Probleme. Boah, der Pass war stark und scheißen geil mit dem Foul. Warum macht er den? Was ist denn das für eine dumme Aktion? Sieben Handel. Boah, was ist das für ein Start in die Partie? Die Jungs sind trotzdem frustriert. Und abseits. Freistoß jetzt für uns. Aber das wird nicht lange gut gehen, habe ich so das Gefühl. Wir müssen auch irgendwie schauen, dass wir für Entlastungsangriffe sorgen. Die Frage ist nur, wie Thorsten Röcher jetzt mal mit der Chance. Ja, aber wenn er versucht das allein zu machen, dann dürfen wir uns nicht wundern. Dumme Aktion. Aber vom Ergebnis her ist alles noch auf Kurs. Wenn wir ein Ding kassieren, wird es halt wahnsinnig schwierig. Diniola! Boah, Riesenchance. Patzer. Jago mit Gelb. So, das heißt, wir müssen hier jetzt mal aufpassen. Gehen bei Jago auf Box to Box und zwar mehr Pressing, aber er soll vorsichtig in den Zweikämpfen sein. Aber Box to Box ist schon mal nicht so schlecht, weil dann haben wir auch einen, der da dann mit vorgeht. Bin zufrieden, macht weiter so. Kompakt sind wir ja zumindest. Mindestens. Zumindest wollte ich eigentlich sagen. Ich stelle jetzt mal beide Außenverteidiger verteidigen. Na, wir können nicht zwei Spielmacher nehmen. Nicht heute. Ich bleibe bei ihm auf Ball erobernd. Dann versuchen wir es mit der Mentalität kontern. Hätte ich von Anfang an eigentlich schon einstellen können. Eigentlich sehr einfach, wie die da wieder durchkommen. Vor allem, weil wir klar in Überzahl wieder mal waren. Kabako mit der Riesenchance.
Ah, bin ich nervös. Ich lasse den Ticken tiefer stehen. Oh, Fabian Koch macht's. Was ist denn das für ein... Oh, geil. Echt genial. Ich pack's überhaupt nicht. Koch, Deni Alla, Doppelpass, Pass in die Tiefe nämlich. Und Fabian Koch, der hat's Tempo. Natürlich sind auch die Außenverteidiger aufgerückt. Und wir führen tatsächlich gegen Bilbao zu Hause. Ich glaube, ich nehme das Pressing jetzt aber raus. Sonst sind wir dazu offen. Und dafür gehen wir wieder auf Normal. Super Pass in die Tiefe, Deni Alla. In der Mitte ist niemand mit. Deswegen macht das allein. Also Fabian Koch heute mit einer unglaublich guten Partie. Dzeko versucht's. Also wir bekommen jetzt auch immer mehr Torchancen. Jackie Williams mit dem Ausgleich. Es war ein Pass in die Tiefe. Und das sind beide zu langsam. Deswegen macht es wahrscheinlich schon Sinn, wenn man die ein bisschen weiter nach hinten zieht. So, ich werde jetzt noch Theo bringen statt Ovenstad, weil der jetzt einfach auch schon ziemlich müde wird und diese Rolle ist natürlich eine sehr anstrengende. Dzeko kommt zwar zu extrem vielen Chancen, aber der Abschlusswert ist bei ihm halt einfach zu niedrig. Also wenn wir da jetzt in die Verlängerung müssen, dann können wir uns glaube ich auch eingraben. Das ist extrem anstrengend wird für die Jungs. Aber es ist Wahnsinn, wie unfassbar offensiv Bilbao jetzt ist. Das ist der Falsche. Ich bin heute voll zittrig, vielleicht liegt es daran, dass ich diese kleinen Spieler einfach nicht erwische. Reicher macht das gut. Bleiben im Ballbesitz. Fabian Koch. Mit dem Versuch aus der Distanz. Was ist das für eine Partie 2-1? Deni Alla nach Vorlage von Dzeko. Unglaublich, wir führen gegen Bilbao. Das heißt, selbst wenn die jetzt ein Tor machen... Nee, dann sind sie weiter. Verdammt. Egal, aber wir führen auf jeden Fall. Deni Alla. Und es sind nur noch ein paar Minuten zu überstehen. So. Jetzt heißt es defensiver werden. Und ich habe niemanden mehr.
Ja, ich habe Fabian Koch, den ich theoretisch noch nach hinten ziehen könnte. Könnten tatsächlich auf ein 5-4-1 umsteigen, wäre eine Möglichkeit. Lightgate ist halt defensiv nicht unbedingt stark. Dzeko ist im Tackling aber eigentlich auch gar nicht so gut. Theo ist sehr stark. Das heißt, wir werden Theo jetzt gemeinsam zu Sandy Lovric zurückziehen. Ball erobern darf verteidigen. Dann haben wir Dzeko davor als Box-to-Box-Spieler. Ich bringe Lightgate jetzt noch für die Routine rein. Und einen Wechsel haben wir dann immer noch. Ich pack's nicht. Ich gehe jetzt schon auf Verteidigen und Zeitspiel. Abseits, das ist bitter. Lightgap stellt sich gleich mal vor, gleich nach der Einwechslung mit Gary. So, letzter Wechsel. Wie stark ist Wadinger defensiv? Geht so eher nicht. Röcher ist halt defensiv überhaupt nicht zu gebrauchen. Tommy geht so, zumindest ein bisschen besser. Ich glaube, ich bringe Fadinger einfach auf links. Der ist defensiv halt stark. Es wäre lustig, wenn ich den jetzt bringe. Aber nee. Es ist gleich aus. 95. Minute läuft. 94 hat er angezeigt. Und er pfeift Freistoß für uns. Pfeif ab. Ja. Wie geil. Wir werfen tatsächlich Athletic Bilbao komplett unverdient aus dem Wettbewerb. Wie geil ist denn das? Das ist ja richtig genial. Ich hätte es mir nie gedacht. Wirklich nie. Dass wir die rauswerfen. Damit erhalten wir sogar 500.000 und sind in der zweiten Ausscheidungsrunde. Das ist gigantisch. Was ist das für eine irre Partie gewesen? So ganz realisiert habe ich es noch nicht. Nachanalyse. Boilersen unauffällig. Bester Spieler ist Fabian Koch. Muss mal kurz ins Training schauen. Taktik ist eh gut. Und dann gehen schon die Playoffs los. Stimmt das? Letzte Bundesliga-Partie, so ist es. Okay. Interessant, ja. Intensität gehe ich jetzt mal auf gering und den Rest werden wir dann, glaube ich, abwarten. Ich gehe mal auf ausgeglichen normal. Aber jetzt haben wir natürlich noch zwei Partien in der Euroleague. Gigantisch, echt. Ich packe das gar nicht. Übrigens ist das auf diesem Bild hier der Sektor, von dem aus ich immer die Videos mache. Sektor 8 ist eigentlich der Sektor, in dem ich am liebsten bin in Graz, weil hier eben die Fankurve daneben ist. Und hier sieht man es ein bisschen besser. Also hier bin ich letztens gesessen und habe die Videos so über den Zaun rüber gemacht beim Spiel gegen Ajax. Hier ist der Auswärtssektor, hier sind die VIP-Clubs, mittlerweile sieht es aber ganz anders aus. Und da ist eben die Fankurve in Graz. Und ja. Verfügbar für die U18 Fadinger. Nein, Petric von mir aus. Die anderen werden wir, glaube ich, alle jetzt brauchen. In den nächsten Wochen. Ehrlich gesagt habe ich nie gedacht, dass ich weiterkomme. Deswegen. Ja, ist eigentlich der Wechsel zu West Brom. Würde jetzt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommen, aber andererseits, wir haben jetzt Milan, da ist PSG, Chelsea, Manchester City, Inter, Napoli, Valencia.
Also da werden wir so und so jetzt einen Kracher ziehen, wo wir rausfliegen. Das geht nicht anders. Selbst wenn wir jetzt gegen Bilbao überrascht haben. Napoli, Spartak, Moskau. Sporting gegen Schachtar Donetsk, Valencia, Dinamo Zagreb. Sind noch einige Kracher dabei, die noch alle noch nicht gekommen sind. Chelsea. Wie geil, mein Lieblingsverein in England. Ist das lustig? Ist das witzig? Alter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Naja, gut. Hat was. Ich pack's noch immer nicht. Zufriedenheit des Vorstands ist natürlich super. Update zum Mannschaftsgefüge ist auch sehr gut. Und dann treffen wir jetzt auf Rapid. Wieder mal ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Spitzenspiel, Dritter gegen Zweiter. Wir sind auf jeden Fall beide schon in den oberen Playoffs. Die können wir uns jetzt ja mal anschauen. Wir sehen, hier wird es geteilt. Die Austria hat es auch noch ins obere Playoff geschafft, wie es aussieht. Wobei das noch nicht fix ist. Altach und Lask könnten sie noch überholen. Bei uns geht es um nicht viel, also wer jetzt Zweiter wird, ja, okay. Die Punkte werden übrigens halbiert und wenn man eine ungerade Zahl hat, abgerundet, damit es spannender wird. Das heißt, wir haben eine ungerade Zahl, also wäre es gut, wenn wir zumindest einen Punkt machen. Trainerstelle in Augsburg, Siebter, also in der zweiten Bundesliga. Ja, ich hätte jetzt eigentlich eher gesagt, Augsburg interessiert mich nicht, aber das gab es nicht als Antwortmöglichkeit. Möchte nicht unbedingt in die zweite deutsche Bundesliga wechseln. Scheißengeier, ein bis zwei Tage. Das heißt, da werden wir mit Luca Meisel spielen. WRC gewinnt gegen Blau-Weiß Linz 3:0, aber das ändert natürlich für beide nichts mehr. Also die bleiben da unten. Blau-Weiß ist generell komplett abgeschlagen. So. Für die Amateure mache ich niemanden verfügbar. Schauen wir mal kurz. Ich werde das Training jetzt gegen, also in der Woche aber auf jeden Fall, also gering haben wir eh schon. Dann haben wir hier Chelsea. Ich werde auch hier auf Verteidigungstraining gehen. Oder gehen wir einmal auf Ballkontrolle. Gut, und dann spielen wir heute am 3. März gegen Rapid. Aber ich sehe gerade, wir steigen nochmal ein. Denn da ist jetzt tatsächlich das Angebot von West Brom. Oh, 2-Jahres-Vertrag. Nach wie vor 15. Also ich möchte jetzt mal schauen, wie ist das mit dieser Klausel Vertrag nur gültig für diese Liga oder so. Geht anscheinend nicht, wobei ich kann dann eher einfach kündigen, sollten wir absteigen. Ach, jetzt läuft es mit Sturm gerade so gut, wobei ich nicht mehr erreichen kann als das, was ich erreicht habe. Irgendwie möchte ich den Schritt machen. Schauen wir uns mal den Kader an. Relativ klein, Rodrigo de Paul von Udinese. Ben Foster, Marvin Hitz. Eher ein älterer Kader.
Okay, müsste ich Scouts losschicken. Aber ich muss einfach die Chance nehmen, glaube ich. Ich muss es einfach versuchen. Gut, das heißt, das möchte ich noch hinzufügen und auf jeden Fall mehr Gehalt. Versuch's jetzt nochmal. Okay, also jetzt wird schon langsam eng. Ich unterschreibe jetzt. Traue mich nicht zu klicken. Gehen wir es nochmal durch, überlegen wir nochmal kurz. Zweite Jahr bei Sturm. Was können wir jetzt mit Sturm noch erreichen? Euroleague wird es jetzt gegen Chelsea Endstation sein. Meister wurden wir schon. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Erfolg wiederholen kann, ist auch sehr gering. Das Einzige, was ich noch holen könnte, wäre den österreichischen Pokal. Natürlich ist es verlockend, in Österreich was aufzubauen. Aber jetzt hätten wir die Riesenchance, nach England zu gehen. Ich glaube, ich werde die Chance annehmen. Ich glaube, ich werde die Chance tatsächlich annehmen. Gerade noch geschaut, ob ich Transferdatum von sofort auf Ende der Saison ändern kann, aber das bringt ja auch nicht wirklich was. Ja. Wir werden tatsächlich zu West Brom wechseln. Ich möchte die Chance annehmen. Wir haben ja damit jetzt echt die Möglichkeit, nach England zu gehen, in die für mich beste Liga der Welt. Also ich liebe die Premier League generell total und ich möchte es einfach nutzen. Für mich, es könnte ein Riesensprungbrett sein. Vielleicht schaffen wir es in dieser FM-Saison sogar noch zu einem Top-Verein, wenn wir da erfolgreich sind. Und deswegen werde ich hier jetzt unterschreiben. Und dann wechseln wir tatsächlich zu West Brom. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Mich würde nur interessieren, ob wir jetzt das Spiel gegen Rapid trotzdem noch machen. Gehen wir mal fortfahren. Ne, wir sind sofort weg. Okay. Ist ja witzig. Jetzt wechseln wir eigentlich in beiden Let's Plays gerade Verein. Unglaublich. Unglaublich. Aber ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist. Man hat ja in dieser Football Manager-Saison, bis der neue FM rauskommt, habe ich jetzt, wenn ich jeden zweiten Tag einen Part von einem Let's Play zumindest hochlade, dann hat man in diesen Let's Plays nicht unbedingt die Möglichkeit, viel zu wechseln. Man hat nicht mehr Chance als 5, 6 Spielzeiten zu spielen, wenn überhaupt. Und jetzt haben wir schon zwei gespielt. Wenn ich jetzt noch länger in Österreich bleibe, ich glaube, besser als ein West Brom-Angebot kann es jetzt nicht unbedingt werden. Deswegen werden wir diesen Wechsel tatsächlich machen. Wir ziehen das jetzt durch. Ist für mich jetzt so ordentlich Arbeit, weil ich zum einen jetzt natürlich auch noch bei Fortuna Düsseldorf gegangen bin. Aber ja, wir ziehen das jetzt durch. Also für uns geht es jetzt ab nach England. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Und ich hoffe, ihr habt auch den SK Sturm Graz jetzt ein bisschen ins Herz schließen können. Mir war es ja ganz wichtig, dass ich meinen Verein euch einfach näher bringe. Und ich hoffe, dass mir das eben gelungen ist. Vielleicht könnt ihr mir da eh dazu schreiben, dazu kommentieren, was ihr dazu sagt. Und ja, wir übernehmen jetzt in Kürze. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Parts Nancy hochladen oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt machen werde. Muss ich mal schauen. Und dann starten wir mit zwei komplett neuen Let's Plays. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich. Und ja, wir sehen uns dann. Danke, Leute. Ciao.